Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von den Inselcampern. Die Inselcamper sind die Leimer und das Sven, meine Wenigkeit. Ja, bei uns geht es jetzt ums Ganze. Wir müssen schauen, dass wir das Wohnmobil sauber kriegen. Und Matratzen wollen wir ja auch neu haben, deswegen muss ich die jetzt heute ausmessen und die ganzen Vorhänge und alles runter und putzen. Ja, so. Ja. Das habe ich jetzt schon überredet. Weil, wie gesagt, nach der heutigen Nacht haben wir gesagt, das ist doch nicht so doll. Ja. Ne? Man muss immer vorher sauber machen. Aber wie gesagt, wir haben die Nacht verbracht, war super. Ja. Aber damit wir uns richtig wohlfühlen, muss das alles blitzeblank gemacht werden. Und das jetzt, wie gesagt, müssen wir ins Svenny aus, was er für Matratzen reinkommt, weil die fliegen raus. Also Die alten fliegen raus, das geht ja nicht. Richtig. So, mein Schätzchen. Würde ich sagen, lass uns loslegen. Ne? Ja, nicht lang schnacken, der Tag ist kurz. Das Problem ist, dass es hier so dunkel ist. Verzeiht uns für das Licht. Es ist wirklich sehr dunkel. Aber wir haben hier eine extra Lampe und wir versuchen damit irgendwie auszukommen. Ja. Relax and smile. Inselcamper. Jo, jetzt geht's erstmal ans Bett ausmessen. Es ist wirklich lang, weil ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, irgendwie von der Länge auszubreiten her, ne? Nachts. Genau. Bett ist 2 Meter. Soll ich auch schreiben? Und 8 unbedingt, ja. 2,8 Meter lang. 2,8 Meter? Ja, also das ist echt nicht schlecht. Dann haben wir hier 2 Teile. Ups. Ja, da haben wir auch überlegt, wie machen wir das? Machen wir wieder eine große ganze oder 2 Teile? Aber da haben wir uns beschlossen. Wenn du irgendwas machen musst, dann im Bett, dann ist es besser. 2 Teile. Ja. Dann haben wir eine Matratze, ist 1 Meter breit. Ja. Und die andere 56, 57, 56. Ja, das sind 2 Teile, 2 unterschiedliche Teile. Aber heute Nacht hat man gar nicht gemerkt, dass da irgendwie so Spalt war. Ja. Weil mit einem Überzug ging er eigentlich ganz gut, ne? Oder hast du was gemerkt? Gar nichts. Nein. Also die erste Bestellung geht an Matratze, ne? Ja. Matratze. So, dann haben wir gesagt, unser Sitzecke hier, da gibt es 2 Möglichkeiten. Es gibt ja so fertige Bezüge, da kannst du natürlich neue Polster machen, aber das wollt ihr nicht. Das ist alles so kostenspielig. Wir wollen ganz einfach, haben auch ganz viele Tipps von euch gekriegt mit. Ja, wie immer, ganz lieben Dank dafür. Ja, ihr seid die Besten, echt. Ja. Ganz große Hilfe. Ja. Mit Bündchenstoff. Sag ich doch. So ist das. Ja. So. Und das werden wir dann machen, messen wir dann aus und werden wir dann auch bestellen. Mit Farbe sind wir auch uns einig. Hatte ich gar nicht gedacht. Mausgrau. Genau, graue Töne. Ja. Und dann messen wir das auch aus. Ja, wie willst du das ausmessen? Das ist ja teilweise rund. Ja, das ist ja die Herausforderung hier. Aha. Außer wir müssen jetzt nicht sofort. Nee, müssen wir auch nicht. Ich glaube, jetzt machen wir erstmal die Vorhänge, ne? Wir müssen nicht sofort, wir machen erstmal Vorhänge. Step by step. Okay, gut. Okay? Okay, so. So, Vorhänge. Vorhänge, das heißt, wir nehmen sie alle ab und waschen wir. Genau. Also als erstes wird gewaschen. Ja, wenn du mich ranlässt, dann kann ich gucken, wie man sie losmacht. So, Svenny, wie ist das da? Hier schon mal nicht. Ups. Aber hier. Ja? Ja. Die auch wieder finden, durch hier da oben rein. Okay. Das wird schwer, ne? Nee. Die müssen wir auch alle reinkriegen. Ja, das wird eine Friemelarbeit. Das ist ja genau meins. Ja. Aber beim Rausnehmen ist deins, oder? Ja. Kannst du in den Korb reintun. Auch da rein. Ah, da freue ich mich schon drauf, wenn die frisch gewaschen sind, wie das dann riecht. Ja. Schön mit Weichspüler. So, also benutzt schon die jetzt gar nicht aus. Ne? Nein, es schaut auch recht frisch alles aus, aber wie gesagt, wenn man reinigt, dann machen wir das alles. So, wie schaut es hier aus? Hier ist genau das gleiche. Ja, da kommt Freude auf, Schatz. Ja, vor allem, wenn du von der Heckgarage hier Sitzecke hier da reinkommst. Ja, das ist halt das Problem mit dem Licht. Ich bin schon mal überlegen, ob wir nicht zum Baumarkt fahren und irgendwie, oder hast du nicht so Flutlicht? Weil das beim Saubermachen, das ist echt kritisch. Ich habe jetzt bald die Schränke alle sauber gemacht. Hast du das Gewicht? Ich habe gewischt und da musst du wirklich warten, bis es, es ist halt Winter, ne? Bis es trocken wird. Das ist so. Und
mich begeistert das immer mehr von der Möbel her. Also ich möchte gerne wissen, bei eurer war das ja so, bei dem letzten, was wir gehabt haben, konntest du praktisch so fallen lassen. Soll den Schenk ja nichts ausmachen. Ja, das machen wir jetzt nicht hier. Ist mir vorher ausgerutscht. Ja, aber das sind ganz andere Scharniere hier. Ja, aber guck mal, die halten, ne? Ja. Die quietschen zwar ein bisschen. Ich glaube, Schatz, du musst alle mit der WD-40 durchgehen, oder? Ja, genau. So, ja, Polster werden jetzt abgesaugt. Ja, schön sind sie nicht. Schön ist es was anderes. Ich finde die gar nicht schön. Gar nicht schlecht, meine ich. Mein Schatz ist irgendwo in der Zeit shame geblieben, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich bin ein paar Jahre älter wie du, ne? Ja, das ist wohl wahr. Nee, aber da müssen wir auf jeden Fall irgendeine Lösung, wie gesagt, absaugen, sauber machen. Und ja, was hast denn du Schönes gemacht, mein Schatz? Ich räume gerade die Heckgarage ein. Danach nimmt er euch mit, was er alles mit rein hat. Was denn? Ist doch nicht viel? Bis jetzt noch nicht. Nee, wir merken, wir haben uns halt wahnsinnig reduziert. Ne? Also so viel ist es gar nicht. Also es ist sehr, sehr viel Stauraum. Bin gespannt, ob ich das voll kriege. Ja. Ne? So, ich würde sagen, wir saugen weiter. Genau. Die Gardinen sind in der Waschmaschine schon. Hier ist der weiße Gang und dann kommen die grünen und dann geht's weiter. Super. So, saugen weiter. So, du wolltest jetzt auch was für eine Lampe. Was ist denn das? Das ist doch keine Lampe. Schau euch mal an, diese kleine Glühbirne da, das sorgt für die Leuchte hier. Ist ja irre. Nein, nein, ist kein Wunder, dass es so dunkel ist. Da muss was anderes hin, du. Ja. Ach, das ist ja ein Witz. Kann ich wieder hochmachen. Ich hab gedacht, ich kann da irgendwelche Leuchtmittel reinmachen. Lecker. Ganz lecker. Hallo ihr Lieben. Ja, das ist mal eine ganz andere Perspektive. Wir räumen gerade unser Wohnmobil ein. Ich ein paar Sachen, die man eben für unterwegs braucht. Und jetzt nehme ich euch mal raus aus der Dunkelkammer. Ups. Mein Schatzi hat schon, bin auch da. Ich guck mal über die Schulter, was ist, wenn die so einpackt. So, was hast du jetzt vor? Was willst du alles mitnehmen? Altfilter ist unbedingt dabei. Da habe ich hier einen Platz, da direkt am Wasserhahn. Das sollte eigentlich auch nicht verrutschen. Oh, das ist viel Platz. Dann habe ich hier meine ganzen Schlauchadapter dabei, was auch immer ich da brauche. Die verschiedenen Aufsätze für die Wasserhähne, weil die ja doch teilweise sehr unterschiedlich sind. Mhm. Schlauchdieb, alles dabei. Okay, das ist alles in der Tasche, das wir dann auch finden. Genau, hier mein Gardena-Schlauch. Ja. Und nochmal dieser Drehschlauch da. Oder Rollenschlauch, genau. Ne? Ja, weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, dass der Schlauch nicht gereicht hat. Und dann bist du froh, wenn du eine Verlängerung dabei hast. Mhm. Denk mal mit dran, dass ich Stromkabel extra noch eins mitnehme. Brauchen wir nämlich auch eine Verlängerung. Ach so, okay. Genau. Gut. Hier, wenn wir autark stehen, habe ich dabei, das auf der Messe eben vorgestellt worden. Wie heißt das nochmal? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Simply. Ich weiß es nicht, ich blende euch ein. Yes. Jedenfalls kann man das unten am Abwassertank anschließen und falls man keine Möglichkeit zur Entsorgung hat, dann kann man das dann eben danach entsorgen. Das sind zwei Stücke und die habe ich auch jetzt immer dabei. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, glaubst du das? Nee, fällt mir jetzt im Moment auch nicht ein. Ja. Ich muss mal nachdenken mit dem Namen. Das Scheibenfrostschutz. Ach. Ja, das brauchen wir jetzt im Winter genau, auch. Unbedingt. So, und dann kommt das jetzt in diese Kiste. Das kommt in diese Kiste. Das Doofe ist halt da drin, es wird wahrscheinlich hier ein bisschen umherschwirren, weil wir hier noch keine Befestigungen haben oder irgendwelche Arretierungen. Das kommt alles noch mit der Zeit. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Weißt du, ich habe doch so eine Kiste gestern gekauft bei Lidl. Ja. Da wollte ich die Sachen auch reintun und ich eigentlich gedacht habe, in dieses Fach soll das auch rein. Ja, dann sollten wir das vorher machen, ne? Ja. Da kommst du immer sehr früh damit, du. Ja, hier auch noch ein paar Sachen. Stromkabel. Das ist das eine. Und ich sollte dich erinnern, dass du noch ein Stromkabel mitnehmen sollst. Kommt später, genau. Dann hier meine Jumperbox, dieses Nocco, wo ich da schon mal vorgestellt habe im letzten Video, also diese Starthilfe. Mhm. Multianker. Brauchen wir die im Winter? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, ne? Ja, aber man hat es dabei. Ach, Schätzchen. Glucem. Und das Wichtigste für einen Camper, finde ich, Panzertape. Das muss immer dabei sein, ja. Ne? Das ist schon eine Selbstverständlichkeit geworden. Das können wir da hinten, da rutscht das Netz rum, weil ich das hier direkt davor stellen kann. Ja, und das ist so Anti-Rutschboden ein bisschen ausgelegt. Ja, genau. Ne? Das sollten wir überall machen. Ja, da müssen wir uns noch nach einer Lösung überlegen. Und das Lieblingsteil von meinem Leib, natürlich. Das Lieblings. Es ist ein Muss, ne? Ja. Für die dreckige Schuhe. Ja, ohne das wirst du nicht glücklich, ne? Ja. Und so. Mein Hockerle geht auch mit. Genau. Ja, mein Leib ist auch wieder am Packen.
Ja. Und mir ist übrigens eingefallen, wie die Dinger für den Abwassertank heißen. Simply Collect, genau, das nur noch an der Stelle mal reingeworfen. Ja. Genau, ja, ich bin, ich stehe vor den Schenken und weiß gar nicht, was ich alles mitnehmen kann, soll. Aber auf jeden Fall nicht so viel, wie wir sonst immer mitgenommen haben. Und mit dem Einräumen. Ja, wir hatten im vorigen Euro so diese Schaumstoffdinger gehabt für Teller und für Tassen. Für Tassen schaut das gut aus. Mit den Teller habe ich schon vorher ausprobiert. Das wird zu hoch sein. Also wir haben zwar wirklich super schöne Schränke, keine Frage, aber die passen so nicht rein. Na, auch bei diesen Schränkchen, das haut nicht hin. Ich habe mir schon alles umgeguckt. Ist aber nicht schlimm. Wir werden dann wahrscheinlich die ja so transportieren. Ja. Ist auch nicht schlimm. So, was mit muss? Wieder unser Walk. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Den haben wir wirklich vermisst, weil wir machen ganz, ganz viele One-Pot-Gerichte. Und auf den möchte ich nicht verzichten. Ja. Und das Geile ist, wir machen irgendwann eine Roomtour. Also wenn wir alles eingeräumt haben und fertig haben, zeigen wir euch alles. Ganz genau, ja. Ob ihr wollt oder nicht, das werden wir machen. Das Schöne ist halt, du kannst wirklich mehrere Töpfe nebeneinander hier an der Platte machen und statt, na? Perfekt, ja. Alles, super. So, ihr sitzt hin. Und wisst ihr, was das Schöne ist, jetzt, wenn wir jetzt hier einräumen, wir müssen es nicht ständig wieder raus und reinräumen, sondern das bleibt jetzt wirklich fest hier drin. Ne? Ach so, wie bei Mietgeschichte, genau. Ja, das ist halt, ist halt so, ne? So, Tassen auf jeden Fall mit, ne? Und ich weiß, manche haben so Emailien-Tassen, die anderen haben, ja. Das, was ihnen gefällt. Ja, diese Metall, also ich bin kein Metallfreund. Ich finde, die werden zu heiß, ne? Oder? Finde ich nicht. Ich mag das. Ich weiß, Willi macht das. Ja. So, und dann Töpfe haben wir auch, sind wir auch gefragt worden, welche Töpfe wir dabei haben. Also was ich gut fand, das sind diese Töpfe. Das sind drei Stück. Einfache Campingtöpfe, aus Alu sind die, glaube ich. Und genau. Schön ineinander stapelbar. Leicht. Und wie gesagt, die haben wir, glaube ich, seit Fiete, also bestimmt 7 Jahre. Und hier seht ihr, tauchen die immer noch. Und die werden auch Plätzchen bei uns hier finden. Also alles ineinander gestapelt, nimmt nicht viel Platz und passt. Ne? Ja. Also und auch die zwei. Das Problem ist, bei deiner Pfanne umpassen nicht rein. Also das heißt, ich muss unten Platz irgendwie schaffen. Du machst das schon mal. Das mache ich schon. Ne? Ja. Und viel wird das sowieso nicht sein. So, die Tässchen hast du. Haben wir die immer vor? Die kleinen, ja. Ja, die sind süß, aber wir haben keine Kaffeemaschine jetzt erstmal mit, ne? Genau, für so einen Espresso für kleine Tassen sind die perfekt. Ja. Und die dürfen natürlich auch nicht fehlen, ne? Ja. So, packen wir und ich denke mal, das Nötigste, wie gesagt, das ist alles in einem Top. Ach, siehst du den? Mir kommt gerade eine Idee. Ja, nu? Wir haben doch die EcoFlow dabei, da können wir die Kaffeemaschine doch mitnehmen. Ja? Ja. Okay. Die packt das ja locker. Unser Wechselrichter, der würde wahrscheinlich in die Knie gezwungen werden, aber die EcoFlow sollte das locker packen. Also willst du doch Kapseln? Wir haben ja so viel jetzt Pulverkaffee besorgt. Das kann man zwischendurch mal, wenn die Kapseln ausgehen. Okay, na gut, wenn du denn unbedingt haben willst. Soll ich das muss ich überlegen, aber der muss mit. Der muss mit. Das möchte ich gerne wieder haben. Mit an Bord. Genauso wie bei mir darf es nicht fehlen. Zitronenpresse, also die presse ich mir jeden Morgen. Na, dann unsere Helferlein habe ich schon geguckt, schubladenmäßig. Ne? Also hier ist es total geil, habe ich schon alles eingeräumt. Es ist alles schon vorhanden und es ist wirklich sehr geräumig. Ne? Also ja, kann man auch meckern. Wirklich super und das Wichtigste ist natürlich was, ja. Nicht vergessen. Das muss immer mit, genauso wie Dosenöffner. Das ist das muss immer mit. Ist ein Muss. Genau. So. Und die passen nun mal da nicht rein. Also die Schubladen sind nicht hoch genug, da auch nicht. Nee? Nein. Also das heißt, ich müsste irgendwie mehr Möglichkeit schaffen, hier irgendwann dann mal. Das können wir doch mit den Screw-Illusion-Haken machen. Ich habe schon eine andere Idee. Okay. Aber die auch. Die wären auch eine Idee gewesen. Ja. Aber hier, da habe ich schon mal was gesehen. Ich glaube, das ist schon bei der Bosch. Ja, entschuldige, dass ich was gesagt habe. Auf jeden Fall räumen wir jetzt ein und mal gucken. Ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn das komplett neu erstmal ist. Ne? Also man räumt 1000 Mal nochmal um und wie gesagt, da kommt. So langsam haben wir Routine, glaube ich, da drin, oder? Ja, aber das sind andere Schränke. Das sind andere Schränke und mehr Platz. Mhm. Und ich habe da so viel aussortiert und eigentlich das Wichtigste ist mit an Bord. Ne? Also das ist von daher alles gut. Na gut. So, ja, jetzt einräumen und würde ich sagen, bis später. Ja.
Svenny, du hast was gekauft, sehe ich gerade. Ja, und zwar so tote Winkel-Spiegelaufkleber, die ich da anbringen will. Ich habe hier auf der Fahrerseite nur den kurzen Arm dran. Ich habe keine Ahnung, warum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich sehe den nachfolgenden Verkehr, wenn ich überholen will oder sowas, überhaupt nicht. Also da muss ich mich echt verbiegen jedes Mal. Und langfristig werde ich mir einen anderen Spiegel bestellen müssen. Die sind aber nicht mehr so leicht zu finden, habe ich festgestellt. Und ja, für die vorübergehende Zeit habe ich mir jetzt eben diese tote Winkel-Spiegel bestellt und hoffe, dass das einigermaßen funktioniert, weil das ist echt nervig sowas. Ja. Und die bringen wir jetzt auch gleich mal an. Schneiden die mal auf, gucken uns die mal an. Ach, die sind zum Kleben? Genau. Okay. So. Mit. Ach, die sind verstellbar dann, glaube ich, sogar. Warte mal. Ja. Auf der Beifahrerseite brauche ich es jetzt nicht unbedingt, aber glaube ich, hat man es noch. Ja, ich muss sagen, also wenn ich fahre, ne, ich bin jetzt gestern gefahren, für mich war es in Ordnung, weil ne, ich bin ja kleiner, auch vom Spiegel wieder eingestellt ist. Also auf der Seite, jetzt wo du Probleme hast, habe ich dann besser gehabt, ne? Also ja, das mag sein. Ich weiß nicht, ob das was mit der Größe zu tun hat. Ich sehe gar nichts. Na ja, jetzt schauen wir mal. Ja. So. Oh, es ist frisch. Ich zeige euch auch mal kurz, was ich meine. Ich gehe mal mit euch um das Fahrzeug rum. Und jetzt stelle ich mich mal da hinten so hin, gerade. Und seht ihr irgendwas von dem Spiegel? Nur eine ganz kleine Hutze. Und genauso viel sehe ich dann eben auch von vorne. Also ich muss jetzt schon sehr weit an die Seite gehen, dass der Spiegel sichtbar wird vorne. Und ja, irgendwie ist das Murks, was die da verbaut haben. Keine Ahnung. Ja, vielleicht haben sie das nach diesem Unfallschaden verbaut. Ich weiß es nicht, aber gefällt mir nicht. Und da schauen wir jetzt mal wegen den Spiegeln. Jetzt schauen wir mal. Kann man die so überhaupt drauf machen? Nee, so gehen die gar nicht. Würde nicht halten, glaube ich, oder? Sieht man da mehr? Warte mal. Solltest du vielleicht reinsetzen, dann hast du das Gefühl. Ja. Ach, ich papp die jetzt einfach mal dahin. So in der Größe, genau. Man hat hier zwei Möglichkeiten, die festzumachen. Einmal, wenn der Spiegel eine Rundung hat, dass man die dann richtig festklebt. Oder eben hiermit, dann kann man das nämlich auch individuell verstellen. Und das mache ich jetzt auch mal. Mit dem Verstellen, ne? Genau. Sonst sind sie fest, ne? Richtig. So. Hier einfach draufkleben. Sauber damit 3M und 3M. Halt, macht eigentlich bombig, gute Sachen, ja. So, warte mal, das müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Mit dem Taschentuch. Trocken machen, ne? Ja. Sauber, glaube ich, kriegen wir das jetzt. Nee, ich glaube es auch nicht. So, hier das Papier lösen. Und dann schauen wir mal die dicke Seite, dass die nach außen ist. So. Schön im unteren Bereich. Genau. In der Hoffnung, dass wir das nie verlieren und auch nie brauchen. Ich setze mich jetzt mal rein und gucken wir das mal an. So. Auf jeden Fall. Sprich, besser? Ja. Ja. Er nickt. Ihr versteht ihn. Ich verstehe ihn nicht. Und doch, besser? Ja, viel besser. Okay, dann. Siehst du viel weiter nach draußen. Okay, dann kannst du den anderen auch dann anbringen. Und übrigens, einige haben uns gefragt wegen der Stufe, Schatz. Ja. Ob sie noch hupt und piept. Ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Ich habe da mal drunter geschaut, also du kommst wirklich ganz, ganz schlecht dran, das ist das eine. Mhm. Aber da, ich schätze mal, dass da ein Kabel irgendwie eingequetscht war und das habe ich gelöst. Wir werden es beobachten. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, wir werden es berichten. Wenn es dein nächstes Mal hupt, dann lassen wir hupen. Lassen wir die Kamera laufen. Nee, das tun wir euch nicht an. So, warte mal, wieder sauber machen. Wieder trocknen machen und dann. Wir freuen uns schon auf die nächste Tour. Ja. Im Moment haben wir noch Probleme mit dem Strom, hast du erzählt, ne? Ja. Wir haben noch keine Lithium drin und bei dem Wetter lädt eben über Solar nicht wirklich. Und deswegen müssen wir auch heute zum Beispiel wieder an Strom dran. Das heißt, wir müssen auf irgendeinem Platz, weil wir zu Hause bei uns keine Möglichkeiten haben, Batterien zu laden. Und ja, ist halt so. Ist nicht so gut, ne? Ja, aber man kann es nicht ändern, ne? Nee, noch nicht. So, wir düsen ab jetzt, ne? Ja. Gut. Ja.
Ja, eingeräumt haben wir schon fast alles. Also viele Dinge muss ich noch umdenken, weil das ist echt ganz neue Geschichte, wenn du auf einmal wieder so viele Schränke hast. Ne? Ja. Und wir haben, wie gesagt, vieles aussortiert. Und ich habe schon was bestellt. Ich habe für die Polster was bestellt. Mhm. Bin ich gespannt, ob das passt. Ja, ja. Also ich habe x-mal gemessen und getan und beim Großen habe ich jetzt was bestellt und ich hoffe, dass es vor Feiertage noch kommt. Wenn nicht, dann ist es erst nächstes Jahr. Dann ist das so. Dann ist das so. Dann muss man mit diesem bunten Leben hier. Genau. Was ich schon bestellt habe, ist eine neue Lampe. Ich zeige euch mal, warum. Das ist ja schon fast lächerlich. Moment. Ach nee, muss ich erst 12 Volt wieder einschalten. Moment. Einmal 12 Volt und jetzt zeige ich euch mal die Lampe. Das ist die Hauptlampe übrigens. Schaut mal, was die für eine Lichtfunzel da oben macht. Also du siehst abends gar nichts. Also wenn du hier mal wirklich Licht brauchst, die hat zwar zwei Stufen, aber bei der zweiten Stufe ist keine Birne drin. Und von daher taugt die gar nichts. Da baue ich auf jeden Fall eine neue rein. Wir haben uns vorübergehend so Spots jetzt geholt, so batteriebetrieben. Zeige ich euch auch mal ganz kurz. Kann man hier starten mit der Fernbedienung, wenn es geht, jetzt. Aber auch die bringen nicht wirklich Licht. Es ist halt muckelig, ne? Ja, aber nicht zufriedenstellend. Ja. So. Ja, wir haben, wie gesagt, es so langsam. Na, gucken wir mal, was wir alles da brauchen und freuen uns. Da ist noch einiges zu machen, auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber ist auch schön, das ist eine schöne Aufgabe. Ne? Macht auch wieder Spaß, ja. Gut. Ja, ihr Lieben, das soll es auch gewesen sein wieder für diesen kurzen Vlog mit Saubermachen, mit alles, was wir ansonsten noch hier erledigen wollen. Wir nehmen euch natürlich auch in Zukunft wieder mit. Für diesen Vlog würde ich sagen, hat euch dieser gefallen, freuen wir uns wie immer über Dampf in Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht euch einen schönen bunten, ihr Camperschlingel. Tschüss. Relax and smile. Insel Camper.